Hey, hör gut zu. Hallo und herzlich willkommen bei Aller guten Tonis in 3. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge 3 Tonis vor. Mal echte Stars, mal aus der Nische, mal Klassiker, mal brandneu. Wichtig ist, dass sie uns und unsere Kinder begeistert haben. In unserer Halloween-Ausgabe haben wir 2 Gespenster und eine zum Leben erwachte Vogelscheuche dabei. Letztere ist ein brandneuer Toni von Rotzenroll Kai Lüftner. Und der kommt sogar Ach, ich will ja nicht alles verraten. Aber achtet wie immer auf die Gewinnspielfrage am Schluss. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Aller guten Tonis sind 3, unserer Halloween-Special-Episode Außenseiter und Antihelden. Ah, ui, das kann ja heiter werden. Ich habe mich da mal rausgehalten. Ja, hallo Sarah. Hi. Hi, du bist heute an der pinken Box unterwegs. An der bärenfarbenen Box haben wir heute den Moritz. Ein schreckliches Hallo euch allen. Das ist kein Grusel-Hup-Hup. Und an der roten Box ist der Jeppe und er hat den Kürbiskopf dabei, ganz frisch. Ach so, das ist gut, dass du es sagst, Vara, was hast denn du dabei Ach heute? Ach so, jetzt wenn der Jeppe schon mal anfängt, dann würde ich auch mal erzählen. Ich habe heute den kleinen Huibu. Ja, ich habe auch was dabei, den kleinen Huibu habe ich dabei. Ich habe auch was Kleines dabei und zwar das kleine Gespenst. Okay, und den Kürbiskopf, der ist ja gerade ganz, ganz, ganz frisch rausgekommen. Jetzt, wenn diese Folge in eure Wohnzimmer, Kinderzimmer stand, ist der ganz frisch bei den Tonis im Programm. Und anfangen tun wir aber heute mit dem kleinen Huibu von der Sarah. Ne? Sarah, eine Minute. Die Zeit läuft. Alles klar. Ich fange an mit manchen Leuten. Ich wollte dich einmal kurz wenigstens noch erschrecken. Jetzt okay, bin ich bitte, auch wach. So. Bitte Entschuldigung. So, ab jetzt eine Minute. Alles klar. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Wer kennt dieses Zitat nicht? Seit 1969 hören wir das von Hans Petsch. Das wurde auch nie verändert. Und das hören wir auch, wenn wir diesen kleinen Huibu auf die Toni-Box setzen. Ist der zweite Huibu von 3 Tonis, die wir haben. Und sitzt auf einer kleinen Säule. Jedes dieser Hörspiele fängt damit an, dass der kleine Huibu, der noch nicht wie das große Original ein behördlich zugelassenes Gespenst ist, eine Aufgabe von seinem Lehrmeister Frederik bekommt. Huibu ist in dem Fall auch nicht alleine, sondern hat seine Hexenfreundin Hedda Hex mit dabei. Und gemeinsam mit ihr versucht er dann eben diese Aufgaben zu lösen und erlebt viele Abenteuer. Gesprochen wird in diesem Fall der Huibu von Stefan Krause. Das hat sich vor kurzem geändert. Ich glaube, jeder, der Huibu kennt, kennt noch den altbekannten Hans Klarin als Huibu. Los geht's! Also ich muss sofort einsteigen mit Hans Petsch, weil das ist wirklich so irre, ne? In meinen ganzen Langspielplattenkassetten in meiner Kindheit, Hans Petsch forever, der bester Mann. Ja. Und den jetzt, also ich weiß nicht, das ist für mich ungebrochen, das ist jetzt hier meine traditionalistische Sichtweise, aber ich finde, Hans Petsch hat die ultimative Hörspielgeschichte. Das willst du jetzt sagen, dass mein Einstieg nicht mithalten kann mit Hans Petsch? Doch, aber du hast total mit ihm eingestiegen, das fand ich toll, weil das ist ja tatsächlich die ersten Sekunden, die man hört und also für mich einfach der ultimative. Unverkennbar. Aber seit 69. Ja. Weil ich muss sagen, Huibu ist bei mir komplett vorbeigegangen. Oh. Also ich war jetzt das erste Mal hier durch den Podcast, dass ich mit Huibu und Hedda in Kontakt gekommen bin. Und es ist ja aber auch der kleine Huibu, den wir haben. Ne? Und also ich glaube, Hans Klarin und Hans Petsch, also die Originalkassetten, also beziehungsweise die Originalserie war ja mit dem Huibu, also dem großen Huibu, das Schlossgespenst, und wir lernen ja hier eher die kleinen Huibus kennen. Ist vielleicht auch tatsächlich, weiß ich nicht, Moritz, zu deiner Zeit, du hast halt andere Sachen erstmal gehört als Kind. Ich kenne das. Ja, der hatte so verschiedene Phasen, glaube ich. Ne? Es gab dann ja auch nochmal einen Kinofilm zwischendurch, wo die dann auch nochmal als Hörspiele verfilmt wurden. So, ich muss sagen, ich bin auch aus der Zeit und ich hätte nicht den Hans Petsch, oder wie heißt der Typ, als Stimme habe ich den im Kopf, aber den Namen nicht, aber ich hätte jetzt Hans Klarin gesagt, der war für mich halt das super Huibu-Gespenst. Wir wissen alle, Sprecher von Pumuckl, andererseits auch, und das ist einfach ein ganz großartiger Typ, das hat mich so sehr geprägt, aber heute geht es ja jetzt um
Prequel quasi, den kleinen Huibu, das, was zeitlich davor liegt, wie du ja schön gesagt hast. Ab 3 auch, ne? Also ich glaube, der große Huibu tatsächlich, vielleicht nicht wirklich für 3-4-Jährige, etwas älter sollte man da vielleicht schon sein, aber hier der kleine Huibu ab 3, auch ein langes Hörspiel, beziehungsweise 2 Episoden sind es ja, 69 Minuten Spielzeit. Genau, vielleicht können wir da auch nochmal erzählen, welche Folgen drauf sind. Hier, ich sagte ja eben, dass der 2. von 3 Tonis, die wir haben, und hier ist die Schatzjagd im Museum und magische Meisterschaften mit drauf. Aber der Toni zeigt die Schatzjagd im Museum. Genau, also wir haben den gerade hier vor uns, da ist einmal Frederik drauf, die Fledermaus ist der Lehrmeister von Huibu und er sitzt hier eben auf dieser Säule im Museum. Da bildet meine humanistische Bildung einmal was Gutes. Das ist eine ionische und keine dorische Säule übrigens, auf der er da sitzt. Fun Fact. Am Rand. Das ist ja witzig. Ja, oder? Ein schrecklich gut gelungener Halloween-Witz. Kann man immer mal auf einer 5-jährigen Party kann man mal den schlauen Gesprächsteilnehmer geben. Ich hab's dir doch gesagt. Ionisch. Aber ich muss noch mal auf diese Figur eingehen, weil ich finde, das ist wirklich eine der faszinierendsten Figuren. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens, weil die ein goldenes Kostüm hat. Das finde ich schon so eine wahnsinnige Farbe. Oder sagt er, ist das kein Gold für mich? Doch, das ist Gold. Und es glitzert auch noch, ne? Das muss ich jetzt und hier auch noch mit ein. Und Gold und glitzert. Und jetzt dazu kommt ja auch noch, genau, der transparente, dieser Kopf, dieses, also was wirklich so ein magisches Schimmern irgendwie macht. Also ich finde das wirklich, keine Ahnung, wie unser Axel Blattner und das Team, wie die das gemacht haben. Aber was das für ein Aspi-Glubsch-Superstoff ist der da, aber das sieht einfach, also ich finde das großartig. Also ich muss mich jetzt nochmal outen, ich wusste nicht, dass das der Frederik ist, der bei ihm auf dem Schoß sitzt, sondern ich dachte, das sei der fliegende Löwe aus der Geschichte. Okay. Moritz, es ist eindeutig eine Fledermaus. Ja, jetzt wo du sagst. Genau aus wie ein Löwe. Ach nee, ja. Warte mal, die Ohren. Es ist eine Fledermaus. Ja. Es ist Corona, man kommt seltener in den Zoo. Also das kann man schon verstehen, Moritz. Was auch total cool ist, ihr müsst das mal zu Hause ausprobieren. Wenn die Toni-Box an ist, dann leuchtet die von unten und leuchtet eben dieses Transparente an. Oh. Und dann wechselt je nachdem, ob man den Toni zum ersten Mal aufstellt. Ne, dann ist die Leuchtdiode ja blau oder eben dann im Betrieb grün. Dann leuchtet das Gesicht auch so unterschiedlich. Das ist, wenn man es gerade zum Einschlafen hört, echt cool. Cooler Effekt. Das ist nämlich auch ein Stichwort, finde ich, weil wir haben ja eigentlich unsere Halloween-Folge und haben schon mit unglaublich schlimmen Geräuschen angefangen und so weiter. Aber das Tolle an dem ist ja wirklich, also es spielt in dieser Gespensterwelt, aber es ist irgendwie nichts, was einem irgendwie Sorgen machen müsste, was grauselig ist oder so. Ne? Sind einfach wunderschöne Geschichten und es geht, glaube ich, auch mehr um eigentlich so Magie und Zauberwesen, als dass es jetzt um noch, was man früher kannte, die rostige Rasselkette vom alten Huibu, wo es ja schon auch ein bisschen auch mal schrecklich und schaurig wird, aber das ist wirklich einfach, kann man zum Einschlafen hören. Absolut, also ich glaube, die Geschichten sind auch genauso aufgebaut, sie fangen eben immer mit dieser Aufgabe für Hedda, Hex und Huibu an und dann ziehen die los und müssen dann ihren perfekten Heuler finden oder müssen irgendwelche Wahrheitsbonbons oder Ehrlichkeitsbonbons erstellen und erleben dadurch halt immer. Das fand ich sehr schön, das könnt ihr euch erraten, was es war. Welche Zutat beim Wahrheitsbonbon hat mir natürlich am besten gefallen? Eichhörnchen. Eichhörnchen-Puff. Das hätte ich ganz vorne dabei. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber so für die Kinder ist das ist halt ein total leichter Einstieg. Und wie Jeppe schon sagt, ist halt nahezu überhaupt nicht gruselig, sondern Kinder lieben ja diese magische Welt. Und es ist ja ein Nachwuchsgespenst, so ein Spukanfänger. Und ich glaube, die Kinder mögen halt diese Umgebung, ohne dass es jetzt irgendwie groß spannend oder irgendwie erschreckend ist. Also daher, glaube ich, auch einfach die Empfehlung. Ja. Wobei das schon auch beides, also sind jetzt ja in dem Fall 2 Episoden drauf, sind schon auch vollständige Geschichten, also die wirklich auch, denen man gut folgen kann, die aber auch, ne, ich persönlich bin Fan der zweiten Geschichte gewesen, die Against All Odds, ne, die werden ja schon ein bisschen ungerecht behandelt, ne, in diesem magischen Wettbewerb, wo die Huibu und Hedda Hex zu zweit antreten müssen gegen ein 4er-Staffelteam, was da alles passiert und wie sie sich dann daraus lavieren, das fand ich eine echt coole Geschichte. Ja. Ja, und wie ich das von zu Hause kenne, Kinder sind unterschiedlich Charaktere. Auch Huibu ist eher der,
Hitzspornigere, der irgendwie sagt, ich fliege jetzt mal los und mach das. Und Hedda Hex ist eher die Bedachte, die sagt, Mensch, denk doch mal nach. Und Huibu ist eigentlich schon mit dem Kopf zweimal durch die Wand, bevor es überhaupt losgegangen ist. Das fand ich auch ganz schön, weil so ich auch meine Kinder einordnen würde. Jetzt, wo du Hedda Hex sagst, ich hatte mich gefragt, ob das irgendein versteckter Hinweis ist, dass an der Stelle, wo sich Hedda die Warze anzaubern soll, da ein bisschen Kartoffelbrei, von bekannt aus einer anderen Hexenwelt, draus wird. Ist das eine Anspielung oder war das einfach nur, weil das... Ich weiß es nicht, aber wenn ich mich zurückerinnere... Alles Liebe, alles Gute zwischen Hexen, so einmal... Props an Bibi. So, und versteckt dahinter. Ich habe eher an eine andere Hexe gedacht, auch so aus meiner frühen Kindheit. Also ich kenne Huibu als Original eher auf Schallplatte. Also das war so übergeben von meinen Eltern und wir hatten noch so die ganz originalen Schallplatte-Versionen. Und da gab es zeitgleich, in derselben Zeit, ich muss es rausgekommen sein, Hexe Schrumpeldei. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Und an die habe ich sofort gedacht, weil das war so selbe Zeit. Wir hatten die Schallplatten, standen bei uns nebeneinander. Dachte ich so, ob die Hexe sich da irgendwie so mit reingeschummelt hat. So, ja. Die hatte nämlich fragt auch sich eine... Ja, ne? Wie kommen sie dazu, das so weiterzuspinnen, dass jetzt ein Gespenst jetzt mit einer Hexe... sich irgendwie zusammen in so einer magischen Schule groß tut, ja, vielleicht. Das ist halt die magische Schule. Ja, das, halt, das, ist, halt solche Wesen das merkst rum. Du selber, ne? Da sind halt verschiedene. Machen die Homeschooling Wesen. Eigentlich? Ist ja auch eine Frage. Ich weiß es nicht. Sind die denn, also die sind ja sehr sind episodisch, sind jetzt nicht irgendwie, also man wird nicht, das wunderte mich bei dem Toni, man wird jetzt nicht groß eingeleitet, also so im Sinne von Huibu ist ja, das, stimmt. Die kam aufs Schloss, machte das und das und jetzt geht sie erster Schultag, bla bla bla, sondern sie ist, also es geht los, es ist genau. Mittendrin, ne? Es funktioniert so direkt. Ich glaube, die Folgen sind super unabhängig voneinander. Der erste Teil, das ist der, wo Huibu auf dem Dach sitzt. Und der dritte Teil ist der mit der Rührschüssel und dem Teig. Und die allererste Folge, wie Huibu zu seiner Rasselkette kam, die ist so ein bisschen einleitend, wo es dann auch so ein bisschen erklärt wird, ne, wo er so herkommt. Aber alle anderen funktionieren komplett autark. Die zweite Geschichte vom ersten Turnier ist übrigens die Halloween-Party. Halloween-Special hin oder her. Wir haben trotzdem den zweiten genommen. Habe ich mich auch gefragt, Sarah. Ja, also A, wollte ich nicht den ersten nehmen, weil wir immer so mit dem ersten anfangen. Und dann habe ich wirklich nach Gusto entschieden. Und wir haben alle drei Figuren zu Hause und hat die vor mir stehen und fand den irgendwie am tollsten hier mit Frederik und habe mich deswegen für den zweiten entschieden. Die goldene Mitte mit dem goldenen Gewand. Ich bin auch da wirklich, also ich habe die Prämisse sofort geglaubt. Also jetzt mit Huibu davor wirklich noch nicht in Kontakt gekommen zu sein, war so, ja, das ist ein Schloss, das ist eine Hexe, das ist ein Gespenst, es gibt einen Lehrmeister, es gibt sprechende Bilder, ja, why not? Also interessant, wo du dich doch sonst gerne mal so kritisch äußerst. Ja. Na, schön. Aber okay. Es macht alles Sinn, es macht Sinn. Alles gut. Für wen macht denn der Toni Sinn und für wen weniger? Also unsere wer stellt drauf, wer stellt runter Frage, Sarah, wie würdest du das einschätzen? Also ich glaube, es ist wirklich so ein Liebhaber-Klassiker-Stück. Ne? Ich glaube, es gibt sehr wenige außer Moritz, die an Huibu in ihrem Leben vorbeigekommen sind und das hat, glaube ich, auch so Generationen begleitet und dann eine Möglichkeit zu haben, so ganz kleine den Einstieg in diese Gespensterwelt zu geben und ist einfach ja auch ein spannendes Thema für Kids. Die stellen auf jeden Fall drauf und dann sind wir wieder bei den hartgesottenen Klassik-Liebhabern, die wirklich dann, wie wir es eben alle auch schon mal gesagt haben, Hans Clarin irgendwie als den Huibu im Kopf haben, die sich das einfach nicht anhören können. Ich glaube, die stellen runter, aber die sind womöglich auch nicht mehr im Alter zwischen 3 und 10. Ja, aber deswegen, ich hatte auch, um mal einen Gegenpol hier einzubringen, hatte ich mir vorgenommen, habe das auch mal meinem 7-Jährigen unter anderem auch nochmal vorgespielt und musste feststellen, weil ich so dachte, naja, vielleicht ist das dann für den jetzt ein bisschen unterfordernd oder so, aber schlichte Gemüte, wie meine Jungs sind, fing der sofort bei Minister Brechbohne an zu kichern und bei Eichhörnchen Pups und all diese Dinger und diese Schüttelreime, saurer Großer oder Großer Saurier, das ist irgendwie, kam alles genau, traf ins Ziel, also deswegen würde ich das durchaus verlängern, das ist halt so turbulent und nett, das kann man auch später noch hören. Aber eben halt
wenn man die das neue Setup akzeptiert und nicht sagt, richtig, ohne Hans Clarin ist das. Geht hier aber auch gar nichts. Dein Siebenjähriger kennt vielleicht Hans Clarin dann auch nicht gut genug, um so ein hartes Urteil zu fällen. Ja. Wusstet ihr, dass Hans Clarin in der Verfilmung auch noch so ein Cameo, nicht mal ein Cameo-Auftritt, sondern wirklich eine Rolle noch hatte? In dem Film war er der Kastellan. Das haben viele verpasst. Das wusste ich auch nicht. Ich habe nur bei Wikipedia gelesen, was ich so eine lustige Zeile fand, dass irgendwie der Release der ersten Huibu sich ein bisschen verzögerte, weil Hans Clarin die Bänder zurückgehalten hat, weil irgendwas... nicht rostig genug waren. Weil Unstimmigkeiten bei der Überweisung des Geldes oder so passiert. Das ist ja schrecklich. Das ist ja genauso schrecklich wie unsere heutige Episode, die Halloween-Special-Episode. Aber es ist ja alles gut geworden. Lass uns mal einen weiterhüpfen. Wir sind jetzt bei Moritz Bärenfarbener Box, wo das kleine Gespenst, auch schon wieder ein Geist, von Ottfried Preußler draufsteht. Und stell uns den doch bitte mal vor. Genau, also ich habe das kleine Gespenst mitgebracht. Und das kleine Gespenst ist ein harmloses Nachtgespenst und lebt auf der Burg Eulenschein im beschaulichen Städtchen Eulenberg. Tagsüber schläft es meistens in seiner Kiste, die auch sehr schön in dem Toni abgebildet ist, und kommt pünktlich zum 12. Glockenschlag aus seiner Kiste heraus, um durch die Burg zu spuken. Dabei hat es seinen Schlüsselbund mit 13 Schlüsseln, die es nur schwenken muss, und dann geht jedes Tür, jedes Fenster, jede Kiste in dieser Burg auf. Das Gespenst wünscht sich aber eigentlich nichts Sehnlicheres, als auch mal tagsüber die Welt zu sehen, und versucht immer wach zu bleiben, aber das gelingt nicht. Irgendwann gelingt es doch und es sieht die Welt das erste Mal in Farbe. Das Ding ist aber, Gespenster gehören halt in die Nacht. Gespenster sollen nachtspuken. Das heißt, es passieren ab da ganz viele Sachen, die ganz aufregend sind und die ihr euch in 115 Minuten anhören könnt. Und jetzt einmal finde ich diesen Toni wahnsinnig schön, weil er eben dieses kleine Gespenst so wunderbar zeigt. Und die andere Frage, wie hat es euch gefallen? Also es ist ein langer Toni, das können wir davor sagen. Ja, das ist halt, ich sag mal, ein typischer Preußler. Ne? Ja. Also wir haben ja wirklich das ganze Preußler-Programm, also das Ganze nicht, aber wir haben eine sehr breite Werkschau von Ottfried Preußler, Hotzenplotz, die kleine Hexe, das kleine Gespenst, der kleine Wassermann, sind alles Longplayer. Ne? Also die sind dann, für was offensichtlich dann auch für etwas größere Kinder. Und mir persönlich hat das super gefallen. Der ist ab 5. Ab 5, hat er bei uns empfohlen, genau. Mhm. Also ich habe das Buch seinerzeit vor Anno Tupf mal gelesen und hatte viele der Sachen auch vergessen und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir das anzuhören. Das hat mich auch total an meine Schulzeit erinnert, weil da haben wir dann das Buch gelesen. Hatte ich irgendwie gar nicht mehr so präsent, und als ich den Toni gehört habe, dachte ich, das kommt mir irgendwie bekannt vor, bis ich irgendwann in der Geschichte drauf kam. Stimmt, wir haben in der Grundschule das Buch gelesen und uns mit den Texten beschäftigt, und es kam alles wieder. Ich habe es dann jetzt auch mit meinen Kids gehört und es ist wirklich lang, also wir haben es auch nicht in einem geschafft, aber ich finde, die Geschichte gibt das auch her, das in mehreren Etappen zu hören. Das ist ja ein bisschen wie mehrere Geschichten in einer großen. Da gibt es diesen großen Rahmen, die Rahmenhandlung, und dann hast du da so verschiedene Teile der Geschichte. Genau. Und deswegen ließ sich das total gut einteilen. Und die sind ja 9 und 6 und die kamen da gut mit. Die haben das alles gut verstanden. Ich fand es auch gut erzählt wieder. Wir sagen das oft, aber da muss man auch echt. Es gibt ja auch Hörspiele, da denkt man sich, das war jetzt nicht so eingängig, aber hier fand ich es auch wieder total schön inszeniert und total angenehm gesprochen. Ich hatte als Kind hatte ich das als Kassette, das kleine Gespenst, und das war kein Hörspiel, sondern es war ein Hörbuch. Das wurde vorgelesen. Und ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, wie das jetzt als Hörspiel umgesetzt wird, aber fand das total super gemacht, diese Hörspiel-Umsetzung, was auch daran liegt, dass wer das kleine Gespenst gesprochen hat? Ja, Jens Wratschek. Das ist korrekt. Du wolltest es nur nicht selber aussprechen. Der arme Jens. Aber Jens ist doch, das ist doch Peter Shaw auch, oder? Genau. Ja. Jens ist eigentlich der zweite Detektiv auch bei den drei Detektiven. Und das war wirklich, also ich habe die Stimme gehört und es war halt so. Ich habe das auch rausgehört. Ich habe es auch rausgehört und dann nachgeguckt.
Ja, genau, so habe ich es auch gemacht. Und dabei, also er spricht es ja auch sehr anders. Also durchaus, er ist jetzt ein kleines Gespenst und nicht der irgendwie willfährige Detektiventyp da. Aber man erkennt irgendwie in seinem Sound, so diesem Verspielten, was er so drauf hat, wie irgendwie kein anderer, erkennt man das irgendwie sofort. Ja, das fand ich auch schön. Und was ich auch noch schön fand, was auch bei Huibu schön ist, dass wir haben hier eigentlich vom Ansatz her gruselige Gestalten, die aber überhaupt nicht gruselig sind. Also weder das kleine Gespenst als auch der kleine Huibu, finde ich, sind jetzt so die Phänotypen des schrecklichen Gespenstes, wo ich dann auch keine Probleme habe, meinen Kindern, die ein bisschen jünger sind als 5, irgendwie da mithören zu lassen, weil ich halt weiß, so die haben trotzdem, also die werden nicht irgendwie schlotternd im Bett sitzen und die ganze Nacht Angst haben, sondern die finden das auch schön und ich finde einfach die Geschichte auch... Wobei ich finde, das stimme dir komplett zu, also die Persönlichkeit des kleinen Gespenstes ist einfach auch gut, aber ich finde es hier dann auch interessant, also er wacht ja irgendwann dann doch mal auch mittags auf, ne? Dass so viel Spoiler sei erlaubt, dass er dann, dass dann die Uhr verstellt wurde und dann auf einmal Mitternacht wird zu 12 Uhr mittags und fortan wandelt er durch den Tag und dabei erschreckt er ja durchaus, also sorgt er für viel, ne? Auf dem Marktplatz, die Leute sind schon sehr, sehr erschrocken von dem Gespenst. Aber das ist nicht Teil, also dieses Element der Geschichte wird nicht gruselig erzählt, sondern ja, es ist halt ein Gespenst. Und ein Gespenst spukt halt, aber die Story selber bleibt sehr positiv. Ja, man fühlt immer mit dem Gespenst mit. Ne? Das ist immer die Figur, wo man merkt, der muss sich da auch durchbeißen und ist dann jetzt irgendwie auch so ein bisschen verloren, ist in diesem, dann gibt es diese Episode mit dem Polizeizentrum, ne, was man wieder so eine Preußler hat ja einfach diese Freude auch an diesem Behördischen und so. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber der Polizist hieß nicht so gut wie Dimpelmoser. Nee, genau, also die Namen sind diesmal nicht ganz so schön, auf einem Level mit aber das ist eben an der Stelle genauso nett und man, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt, worauf wollte ich hinaus, Moritz? Ja, als Hörer kriegt man halt immer mit, was das Gespenst gerade denkt. Also man weiß, oh, der will ja gar nichts Böses, es kommt aber irgendwie, weil es eben ein Gespenst ist, wirkt er halt auf seine Außenwelt total bedrohlich. Ne? Der klassische Fish-out-of-water-Plot, das Gespenst, was eigentlich nachts... Das habe ich auch sofort. Ich auch. Das ist ja ganz klassisch umgesetzt. Ja, genau. Ich fühle mich gemobbt. Und für mich kommt so ein bisschen die Spannung daher, weil man ja mitkriegt, das Gespenst schafft es dann auch, also hat es jetzt nicht so leicht, irgendwie sich wieder in Sicherheit zu bringen und so. Ja. Da wollte ich euch mal fragen, kann das denn fliegen? Oder ich hatte irgendwie, war davon ausgegangen, ja, Gespenst, das kann ja wohl fliegen, aber es stellt sich ja irgendwie immer als schwieriger heraus, da also mal wieder in den Glockenturm zu kommen und so. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Fliegen und Schweben. Also schweben. Das Gespenst schwebt, aber kann nicht so Supermann-mäßig in die Höhe fliegen. So genau. Über der Erde. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es immer sagt, ich bin jetzt weiß und durchsichtig. Wie geht das denn? Wie kann man denn weiß und durchsichtig sein? Ja. Wenn du vom Mondlicht getroffen wirst, dann schweigt jetzt auch so. Ja. Ich jetzt auch nicht als Widerspruch. Das ist halt so weiß, ist halt generell schon schimmerig, milchig, durchsichtig. Meint ihr. Ja, ne? Okay. Und was ich sehr, sehr schön fand, ist der Freund vom kleinen Gespenst, auch der Uhu Shubu, was ein wunderbarer Preußler-Name ist und wie er von dem einmal erzählt, als er wach war und überall waren diese grauenvollen Krähen, die immer nur Ärger und Lärm gemacht haben und so zerzautes Gefieder haben, er nie wieder am Tag wach sein wollte. Genau. Das muss gesiezt werden, ne? Ja, das fand ich auch super. Werden, genau. Und natürlich wisst ihr da auch und habt rausgehört, wer da der Sprecher ist. Erzähl es uns, ich kann es auch nicht aussprechen, gut, Jeppe, erzähl doch mal, wer ist das denn? Wir hatten schon mal eine Folge über die Ella und den Erzähler, und das ist der Friedhelm Tock. Und War der nicht auch der Palpatine bei Star Wars? Der Imperator höchst. Die Imperator-Geschichte, da ist sie wieder. Oh. Nein, Throwbacks von vor 7 Folgen. Ich habe es tatsächlich vergessen, aber müsst ihr euch gut, das nochmal ins Gedächtnis zurückzurufen. Sehr gut, ne? Ja, okay, der Palpatine meinte ich. Ich war auch ein bisschen irritiert, dass das kleine Gespenst trotzdem auch immer gesiezt wurde. Ging es euch auch so? Ja, das kleine Gespenst ist ja sehr, sehr alt. Es ist, ja, genau. Aber
Aber ist es körperlich, also gespenstisch klein? Oder also werden nur Leute gesiezt, die groß sind? In deiner Welt? In meinem? Okay, nein. Das, aber warum was ist denn, hier los? Warum ist genau. es denn, warum ja, ist ich denn weiß, das was kleine Gespenst? Es ist ja nicht das junge Gespenst. Also, genau, aber mein Huibu ist ja der kleine Huibu, also ein junger Huibu, ein Schüler-Huibu. Das stimmt, es ja. kommt so ein bisschen, eigentlich kommt es ja kindlich daher. Genau. Das ist ja eine kindliche auch Geschichte und von der Stimme und ja. so weiter. Aber ich glaube, das hat halt auf dieses, und das ist auch noch wahrscheinlich der Zeit ein bisschen mehr geschuldet, ja. dieses Verhältnis, das kenne ich noch von Omas und so, die zusammen Rommi spielen. Man kennt sich seit 20 Jahren, macht das fast jeden Tag, sieht sich aber. Also es ist eben, man hat bewahrt eine gewisse kleine Distanz. Ich finde ja immer interessant auch, dass das auch noch beim Tun, der gleich noch kommt, irgendwie die Kinder ja diejenigen sind, die auch am ehesten irgendwie den Zugang haben, die da so völlig unbefangen mit denen reden. Und da haben wir es ja auch mit diesem, finde ich jetzt total cool, diesem Trio Infernale zu tun. Wie heißen sie? Ja. Herbert, Günther und Jutta. Ja, die Apothekerkinder. Die Apothekerkinder, ja. Die Apothekerkinder Herbert, Günther und Jutta führen diese Geschichte zu einem schönen Ende am Ende. Helfen dem Gespenst, ne? Das sind die drei. Ich meine, 1966 ist das kleine Gespenst geschrieben worden. Der Huibu zwar auch aus der Zeit, aber der kleine Huibu tatsächlich eben auch, sagen wir mal, wirklich die modernere Verlag-Übersetzung. Ich glaube, da wird wirklich bewusst dann auch die Abgrenzung zum Huibu gemacht, dass man versteht, dass es für Dreijährige ist. Tatsächlich, ich glaube, das kleine Gespenst ist halt in seiner Art doch sehr kindlich geblieben, wohingegen es halt dann doch, glaube ich, 325 Jahre Minimum alt ist. Ne? Das war doch da, wo die Schweden da waren. Genau, ne? Genau, ja. Da, wo General genau. Torstensen verscheucht wurde vom kleinen Gespenst. Torstensen. Richtig. Das genau, mindestens wird ja 30-jähriger Krieg gewesen sein, muss ich euch nicht sagen. Und das wird dann, also mindestens eben diese 300 Jahre erst. Ja, okay, jetzt Angebermodus aus. Mehr weiß ich auch nicht. Es beruht ja alles auf irgendwelchen Geschichten, die Ottfried Preußlers Großmutter ihm erzählt hat. Über da ging es um eine weiße Frau, die im 30-jährigen Krieg einen schwedischen General so verängstigt hat, dass er weggegangen ist. Und daraus wurde dann von ihm dekonstruiert die Geschichte des kleinen weißen Gespenstes. Und vielleicht war diese Frau sehr klein. Und so. Deshalb ist es das kleine Gespenst. Das ist auch jetzt, ne? Der Spekulationsmodus kann beliebig weit aufgehen. Aber das können wir doch gut. Ja. Ich erinnere mich an Heidi. Spekulieren ist doch hier gang und gäbe. Ich hätte nochmal die Brücke eben bauen wollen mit dem, der Darsteller merkt gar nicht, wie schrecklich er ist, zu unserer letzten Folge, der glückliche Löwe. Da war das ja auch so ein bisschen das Thema. Aber eigentlich ist da der Zug eigentlich für abgefahren. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Vielleicht nützen wir das als Gelegenheit, um Moritz zu bitten, der Wer stellt rauf, wer stellt runter, kurz zu erwähnen, wer hört eher weniger. Also ich glaube, dass den jemand, also meine Kinder sind zu klein, 3, 3,5 ist zu klein, um dem im Gänze zu folgen, aber wer auf Geschichten, also wer wirklich eine schön erzählte Geschichte hören möchte, der stellt auf jeden Fall drauf. Wer jetzt irgendwie sagt, er hätte gerne sowas wie den Bobo, wo die Geschichten so maximal 10, 11 Minuten lang sind und davon viele, der wird wahrscheinlich nicht aufstellen. Ja, also ich gebe dir komplett recht und ich glaube, auch wenn die Geschichten wirklich total seicht sind und überhaupt nicht gruselig, ist es am Ende ein Gespenst. Und kleine Kinder verbinden, glaube ich, trotzdem einfach mit dem Gespenst immer was oder oft was Gruseliges. Und ich glaube, wenn es da so ganz zart beseitete Kids gibt, das, also ich meine, der ist schon super süß. Ich wollte sagen, der steht gerade vor uns. Moritz und dreht den gerade so, zu mir so rum. So süß mit diesem Lächeln. Guck ihn doch mal. Ja. Sag bitte noch einmal. Nein, dass oh Gott, ich kann nicht ihn sehen. In seine großen Knopfaugen. Ja, vor allen Dingen nicht die rougefarbenen Wangen, sondern diese kleine diese graue. Aschgraue. Also ich würde das auch, das ist wirklich an ein bisschen herbeikonstruiert. Also das ist wirklich gar nicht gruselig. Ja, oder? Das stimmt, aber dafür musst du es gehört haben. Ja. Also und ja, wenn das Kind, und ich meine, wir haben eine Toni-Box, das ist sehr selbstbestimmt, die Kinder wählen ja das, was sie hören, selber aus, ohne den Einfluss der Eltern. Und da, ne, es gibt einfach Kinder, die haben grundsätzlich Angst vor Gespenstern, sei es ein kleiner Teil. Und das sind für mich, haben wir schlechte Erfahrungen mit Gespenstern gemacht. Ja.
Ich will, nee, da unter an der Stelle hören wir auf, dann kriege ich Angst. Nein, aber ich glaube, dass die, die wirklich so eine Urangst vor Gespenstern haben, die würden den sich selber nicht aussuchen. Das mag ein sehr kleiner Teil sein. Nee, aber trotzdem gibt es Hinweis, hast du recht. Ja. Alle anderen werden sicherlich auch. Ich würde noch mal gerne betonen, dass das, also wir haben ja immer gerne mal so den Spagat-Klassiker, die modernen, kommen wir ja noch mal zu einer etwas moderneren Welt. Ich finde jetzt aber, das kleine Gespenst ist wirklich komplett zeitlos. Also das ist, da kommt an keiner Stelle irgendwie, so, sagen wir mal, so ein Zeitgeist mit rein. Also, oder bin ich der Einzige, der das so empfunden hat? Ich finde, das ist wirklich eine Geschichte, die funktioniert heute ganz genauso gut für 10, 20 und 50 Jahren. Außer vielleicht, Jutta. Also das kommt alles wieder. Jutta und Jutta und ich weiß nicht. Genau, ja. Jo, dann, willst du noch mal eine Brücke schlagen? Ich baue die gleiche Brücke einfach noch mal. wir haben übrigens gar nicht darauf eingegangen, ob Huibu und das kleine Gespenst jetzt Außenseiter oder Antihelden sind, ne, wie unsere Folge heißt. Ich glaube, jetzt kommt tatsächlich so ein bisschen unser Antiheld, der Kürbiskopf, ganz frisch auf der Tonibox. Ja. Kai Lüftner hat das Ganze exklusiv für die Tonibox produziert. Jetzt rede ich dem Jeppe, also fahre ich ihm halb in die Parade. Jeppe, der Toni in einer Minute. Du bist mir gar nicht in die Parade gefahren. Kürbiskopf, ein musikalisches Roadmovie, heißt es. Kai Lüftner kennen wir alle von Rotzenroll Radio. Wir haben schon einen Toni von ihm und von vielen unzähligen weiteren Gelegenheiten. Jetzt hat er aber exklusiv für die Tonibox nochmal uns eine Geschichte geschenkt und das ist tatsächlich der Kürbiskopf. Und der ist wirklich mal was Besonderes. Kürbiskopf ist eine Vogelscheuche, die im Heuballenlabyrinth Konrads Erlebnishof rumsteht, allerdings ein bisschen unterfordert ist, weil es kommt keiner vorbei und es wird vermutlich auch keiner mehr so schnell vorbeikommen, weil der Erlebnishof wird vermutlich abgerissen. Das ist also so eine ziemlich einsame, trostlose Stimmung. Der einzige Kontakt, den er da hat, ist so eine nörgelige kleine Krähe, die sich mit ihm in Dialoge verstrickt. Und dann passiert etwas ganz Seltsames, Wunderbares. Die Vogelscheuche kann plötzlich gehen, macht erste Schritte und immer weiter und steigert sich, geht auf die Wanderschaft und der Roadmovie bricht sich Bahn und es passieren viele Dinge und viele Begegnungen. Dabei lernen sich Vogelscheuche und Krähe, lernen sich auf andere Art nochmal kennen und lernen einiges über die Freundschaft. Und es ist natürlich eine Halloween-Geschichte. Das heißt irgendwie für alle, was Kinder immer super finden, es ist irgendwie gruselig, ein bisschen schaurig von der Atmosphäre. Aber gleichzeitig ist das auch irgendwie, finde ich, viel mehr und geht irgendwie viel tiefer an der Stelle. Es ist auch für ältere Kinder gedacht. Das ist ab 6. Und es geht wirklich um ganz große Themen. Einsamkeit, Freundschaft, bewahren, neues Wagen und einen Platz im Leben finden. Und vor allem mit diesen fantastischen Songs, die immer wieder ganz harmonisch in die Geschichte eingewoben sind, wandeln wir auf einem wunderschönen Grat zwischen so Melancholie und aber auch Mut machen und was Neues wagen. Ich würde also sagen, statt Süßes oder Saures wird dieses Halloween bitter sweet. Ich habe nur drauf gewartet. Das ist immer so, das ist wirklich, das hören wir auch immer hier auch zum ersten Mal. Das ist jedes Mal wieder Gänsehaut-Moment. Ja, cool. Ja, nicht aus Grusel, sondern einfach, weil es so schön ist. Es ist wirklich schrecklich schön. Nein, es ist schön. Es ist nicht schrecklich schön. Ein bisschen Ekel auch, aber nein. Danke dir, Ekel. Ja. Das ist der Kürbiskopf. Es gäbe vieles darüber zu erzählen. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich, was weiß ich schon und was wisst ihr schon? Ich würde mal vorschlagen, wir rufen den Kai Lüftner direkt selber mal an, was der uns wohl dazu sagen kann. Ja, warum nicht? Cool. Wenn er da Zeit hat. Ja, ich habe doch Kontakte. Ja, klar. Ja, dann machen wir doch mal gespannt. Jetzt nicht durcheinander bringen. Hier das nächste Mal Brille. Hatte ich die 5 schon? Oh Gott, nicht nochmal. Okay. Drangeht. Hallo. Hi, Jeppe, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Juhu. Ach, super. Schön, dass du Zeit hast. Hi, Kai. Ja, so ist es. Hi, guten Tag. Hi. Wie geht's? Kai. Oh, den habe ich ja noch nie gehört. Hi. Den habe ich auch noch nie gesagt. Dann fühle ich herzlich willkommen. Hey, guten Tag. Grüße von meiner Insel hier. Wie geht's?
Ja, gut geht's uns. Wir sitzen jetzt so vier zusammen. Wir nehmen unseren Podcast auf. Aller guten Tonis sind drei. Und, oh Wunder, es geht um deinen Kürbiskopf. Und deswegen haben wir gedacht, bevor ich da lange irgendwas erkläre, haben wir doch irgendwie, rufen wir direkt mal den Profi an. Und deswegen haben wir jetzt so ein paar neugierige Fragen an dich. Ja. Und erstmal super, dass du Zeit hast. Das freut mich sehr. Stimmt das, dass der tatsächlich doch der Kürbiskopf ist doch exklusiv für uns Tonis aufgenommen? Stimmt das? Ja, ich hoffe, dass das stimmt, weil sollte das nicht stimmen, hätte ich ja auch ein Problem. Nee, das ist, so wie ich gehört habe, ist das ganz exklusiv für euch und ich freue mich tierisch darüber, weil für mich ist das, man sagt das manchmal leicht hin, ich aber nicht, tatsächlich ein totales Herzensprojekt gewesen, weil ich, wie ihr vielleicht wisst, eigentlich Bücher schreibe oder Musik mache und hier konnte ich betet so für mich grandios miteinander kombinieren. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist für uns auch grandios kombiniert, wirklich. Ein großes Teil. Dankeschön. Dabei, ich wollte noch mal fragen, weil tatsächlich, das hatte ich so gehört, das fand ich so charmant zwischendurch. Du hattest auch wirklich im Studio hattest du auch eine Tony-Box dabei, um wirklich direkt zu gucken, ob der Sound und das Mastering und was alles getan werden muss, auch wirklich gut durch unseren kleinen Zauberwürfel rauskommt. Stimmt das? Ja, das ist ein bisschen auf dem Mist von meinem sehr geschätzten Kompagnon und Produzenten-Musikerfreund Moritz Friedrich zurückzuführen, der eigentlich normalerweise, ja, ich möchte mal ohne zu flexen, wie mein Elfjähriger sagen würde, aber der sonst so mit, keine Ahnung, Beth Dito und Rammstein und Deichkind so unterwegs ist und der als Onkel von Neffen in der Zielgruppe und erklärten Tony-Fans gesagt hat, ihr müsst unbedingt dafür sorgen, dass der Sound eben nicht nur auf dicken Boxen gut klingt, sondern eben auch auf der Box selbst. Und so saßen die da in ihrem völlig opulenten Studio und hören nicht über die Anlage und über die Feintuning 100.000 Euro Abhöre, sondern hören eben über die Box. Ja, sehr total cool. Guter, ja. Mann, wirklich bester Mann ever. Und das haben wir, da haben wir auch einen extremen Fokus drauf gelegt, dass zum Beispiel Sprachverständlichkeit gegeben ist in den Liedern, wird ja auch nicht immer auf jedem Medium gleich funktioniert. Ach, ja, total. Das ist super, ja. Kann man sich richtig vorstellen, dass einer in seinem Musikstudio-Boss-Chefsessel sitzt, alles schwarz, Leder, Plüsch verkleidet und dann die kleine Box. Genau, so ungefähr war es. Und klein auf einer kleinen Empore natürlich, schön beleuchtet von allen Seiten. Und ja, das war für die beiden, also sowohl für den Tonmeister Jan als auch für Moritz, der meine ganze, die ganze Produktion sozusagen koordiniert hat, die Musik und so zusammengeschustert hat, haben sie selber gesagt, ein totales Abenteuer. Und irgendwie, was wahrscheinlich mit euch und mit mir da auch immer passiert, so ein Stück weit, dass das Kind mit der Box irgendwie nochmal so rauskommt und da irgendwie seinen kleinen Platz findet neben all dem Profitum drumherum. Ja, das ist wirklich sehr schön. Jetzt sag uns doch tatsächlich mal was über den Kürbiskopf, weil unsere Folge heißt Außenseiter und Antihelden und da passte jetzt ja deiner also sehr gut rein. Und also erklär uns doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen, eine Vogelscheuche zum Helden zu machen und was kann uns eine Vogelscheuche sagen? Also ehrlich gesagt interessiere ich mich als Autor immer schon für die Außenseiter. Ich kann nicht sagen genau, woran das liegt, aber in fast allen meinen Büchern geht es irgendwie um Figuren, Charaktere, Leute und Kinder oder so, die einfach so ein bisschen anders sind als der Rest. Zum Zweiten bin ich tatsächlich jetzt nicht mit dem ganzen Tamtam drumrum, aber ich bin großer Fan dieser Zeit, dieser Halloween-Zeit. Ich bin Herbst-Fan, ganz einfach, weil ich diese Jahreszeiten, die so zwischen den ganz klaren Jahreszeiten sind, also zwischen Sommer und Winter, ich liebe das, wenn so der Sommer zu Ende geht und der Winter noch nicht da ist, diese in der Zwischenzeit. Mhm. Und ich liebe auch das Fest an sich, diese ganze etwas mystisch, sagenumwobene, dass man natürlich daraus heutzutage, wie auch mit Weihnachten, so ein bisschen so ein Tamtam macht, ist logisch, hat mich aber nicht interessiert. Mich hat eher sozusagen der Suspense interessiert. Und was mich an dem Setting, also an dem Geschichtenort und dem Ganzen drumherum interessiert, ist, dass ich einfach total mag, wenn man die Magie nicht in irgendeiner großen Fantasy-World hat, sondern die quasi erlebt um die Ecke.
im Hausflur, mhm, im Dachboden, im Keller oder eben im Hof hinter der Hecke. Ich liebe das, weil ich, wenn ich ehrlich bin, ist das auch so ein bisschen was für mich die Magie von Kinderliteratur oder eben auch Hörspiel ausmacht. Dieser, ja, das, was wir ein bisschen vergessen im Alltag oder wenn wir dann größer wird. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber... Ja, finde ich auch, dass das Abenteuer im Kleinen eigentlich ist. Und das, genau, lernt man irgendwie als Eltern auch nochmal neu schätzen, dass irgendwie, genau, der Ausflug zum Getränkemarkt auf einmal das Abenteuer des Jahrhunderts wird oder was auch immer, genau. Genau, das ist das, was ich empfinde, ja. Da, wo das Geschenk drin ist, ich sag, das Spielzeug ist ja immer so nett verpackt, das Spielzeug wird auf Seite gelegt und der Karton ist dann am Ende das, was spannend ist. Da sagst du was, mein Sohn hat sich selber sein Lieblingsspielzeug eingepackt und hat gesagt, oh, das ist ein Geschenk. Ist das für mich? Nein, es ist für mich. Darf ich es auspacken? Und ich, ja, darfst du. Oh, juhu, ein Geschenk. Und hat sich sozusagen mit dem Auspacken des Geschenkes, was er sich selbst eingepackt hat, beschäftigt und hat mich so tief berührt. Ja, und ein bisschen diese Magie oder dieser Blick, ja, auf die Welt ist es, was ich total liebe. Also sozusagen das Große im Kleinen. Wie bist du denn an die Geschichte rangegangen? Wolltest du zuerst was über Halloween machen und bist dann auf den Kürbiskopf gekommen? Bist du auf den Kürbiskopf gekommen und hast gesagt, der passt zu Halloween? Wie war das? Das würde mich total interessieren, weil ich irgendwie diese Figur des Kürbiskopfes mit seinem Greifarm und so total liebevoll durchdacht finde. Und es interessiert mich einfach, wie der Entstehungsprozess war. Was war zuerst da, der Kürbis oder die Geschichte? Also ehrlich gesagt war Kürbiskopf vor allem anderen da und irgendwie die Idee, dass der in einem sozusagen fast anachronistischen Universum ist. Also ich weiß nicht, man kennt natürlich diese Erlebnishöfe, die sich gerade wir, die wir jahrelang an die Ostsee gefahren sind, immer diese diversen Abenteuerhöfe, die es da so gibt und die aber auch immer so ein bisschen was Muffiges haben. Und irgendwie das sozusagen... Drumherum, neben den hausgemachten Erdbeeren und den handgeklöppelten Wanderstöcken und was da alles auch immer so Ecken gibt, die so ein bisschen so ein Mief haben. Und irgendwie ist das, sah ich das regelrecht vor mir, also das Setting selbst, also das Halloween, wie gesagt, finde ich spannend, aber ich finde eigentlich den Antihelden Kürbiskopf an sich irgendwie so reizvoll. Jemand, der sagt, wenn man jahrelang irgendwo an derselben Stelle steht und seiner eigentlichen Funktion beraubt ist, und was passiert eigentlich mit dem, wenn der dann die ersten Schritte macht und sich rausbewegt und plötzlich so sagt, irgendwie der Grund meiner Existenz ist so dermaßen weg, dass ich, weil ich mich auf eine Reise begebe, die nicht weiß, was ich habe, aber ich weiß, was ich verlasse. Und ehrlich gesagt ist das ja auch so ein bisschen meine Geschichte. Sozusagen als Berlin-gebürtiger genau, mich auf diese gerade so für mich immer noch relativ frische Abenteuer meiner Auswanderung oder unserer Auswanderung als Familie zu begeben, nicht zu wissen, was man kriegt. Und wie gesagt, ich finde so ein Charakter wie so zwischen vorstellbaren menschlichen Zügen und trotzdem irgendwie so einem entrückten Geist oder Fantasiewesen, ich liebe das. Ich liebe diese Mystik dahinter. Ja, finde ich tatsächlich auch. Und also ich kenne zum Beispiel auch euren Podcast, den du mit Annette Frier machst. Liebe Grüße, dein Engel heißt der, super. Da erfährt man ja auch immer so ein bisschen so auch deine Innensicht und eben über diesen Umzug raus. Und tatsächlich, also das hatte ich mich auch gefragt, ob so, also wäre diese Geschichte und auch gerade diese Atmosphäre, du hast es so beschrieben, in der Zwischenzeit zwischen Sommer und Winter, und wäre das überhaupt denkbar, das in Berlin gemacht zu haben? Oder ich glaube, da steckt unglaublich viel von dir und deiner Reise gerade drin. Ja, so ist es definitiv, dass das so ist. Und das ist so ein bisschen, es ist ein bisschen im Zuge dessen entstanden. Und ich glaube, dass auch im Prinzip war ja erst die Geschichte da, die ich dann, von der ich natürlich wusste, dass ich die komplettieren möchte mit Liedern, dass sozusagen dann dieses andere Medium noch Ruffi fropft, natürlich nochmal eine komplett neue Ebene aufmacht. Also sozusagen Geschichte mit Songs, Geschichtenlieder, dieser Begriff ist, glaube ich, irgendwie nicht geschützt, aber schon mal besetzt, so mit Traumzauberbaum und so, was es so früher gab von Lacomi. Ja. Aber im Prinzip war das, was ich im Prinzip machen wollte, diese sozusagen das Kombinieren der Elemente des Schreibens und des Musizierens. Und
Neben dem, dass ich weiß, dass Patrick ja selbst erklärter Fan auch von so diesen nostalgischen Hörspielen ist, war mir zum Beispiel auch total wichtig, das eben nicht so überzuproduzieren und das ganz modern und so zu machen, sondern so, nie wissen, so einen Retro-Moment damit drin zu bringen. Auch die Geschichte nicht überborden zu lassen im Hinblick auf eure Zielgruppe oder auf die Zielgruppe der Tonis. Das hört ja auch irgendwann altersmäßig einfach auf. Nicht für uns Eltern natürlich, aber für die Kinder schon. Und sozusagen da so ein bisschen den Weg zu finden. So, und da habe ich nämlich auch gemerkt, dass das so ein Stück vielleicht auch anachronistisch ist, weil man eben heutzutage natürlich ganz anders produzieren kann und vielleicht auch ganz anders Musik macht. Das ist ja nicht unbedingt so, dass diese Genres, die da auftauchen, sagen wir mal, immer zwingend gefällig sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Geht auch einfacher, sag mal. Ja, aber ja, das hat mich gereizt und ich finde auch, dass das eben zu euch passt, weil ihr seid, die Tonisbox ist was total Modernes, ein Jahrhundert Erfindung und trotzdem kombiniert sie eigentlich das, was auch, glaube ich, vielen von uns, die wir ja auch Eltern sind, so ein bisschen gefehlt hat. So der Brückenschlag zwischen Download und Kassette. Mein elfjähriger Sohn hat noch 150 CDs zerstört. Mein Kleiner, der wächst einfach nur mit Tonis auf. Und das finde ich einfach so schön, dass es wieder um Haptik geht und nicht um Streaming und Co. Und das wollte ich so ein bisschen, ohne das jetzt so zu verkopfen, aber ein bisschen damit reinpacken. War mir wichtig. Hast du denn auch aus deiner Kindheit so ein Lieblingshörspiel, an das du zurückdenkst? Noch auf Kassette wahrscheinlich? Ja, auf Kassette und natürlich mittlerweile auch von euch gekauft. Nämlich, das ist für mich ganz klar der Traumzauberbaum von Reinhard Lacomi. Das ist wirklich für mich so, also Lacomi hat noch mehrere Sachen gemacht, die mich auch wirklich gekriegt haben und auch nachhaltig beeindruckt haben, weil ich nämlich auch finde, dass er den Brückenschlag so grandios macht, so zwischen kindgerecht und trotzdem auch kompatibel für Eltern. Und das irgendwie ohne sich ihn abzubrechen. Das hat mich immer schon fasziniert und ich möchte auch sagen, geprägt. Ja, das ist das. Es gibt bestimmt noch so 3, 4, 5 andere. Ich bin Ostberliner, ich bin sozusagen in der DDR sozialisiert. Da gab es tatsächlich einiges zum Hören, was auch eine gewisse Qualität hat. Ich bin in Köpenick, habe ich gelebt, da gab es diese legendären Studios, diese riesigen Hörspielstudios in einer Leperstraße, wo quasi Flugzeughangar voller knarrender Türen, verschiedener Untergründe, ganze Boote und Schiffe drin waren, wo die so für Radio so Hörspiele produziert haben. Und damit bin ich groß geworden. Und für mich ist das Medium-Hörspiel eben, wie gesagt, immer die perfekte Kombination, warum ich das eben auch so liebe. Und ich glaube auch, warum damals Patrick eben auf mich zukam. Weil ich ja auch nicht einfach nur mit Rotzenroll zum Beispiel nur eine Musik-CD gemacht habe, sondern auch immer Sprache als Element und auch als so Brückenschlag irgendwie einfach immer spannend fand. Ja, also das merkt man den Sachen auch tatsächlich an, finde ich auch. Es ist irgendwie auch sehr, sehr mutig, weil es ist alles, wie du sagst, es sind nicht naheliegende Themen und auch nicht irgendwie immer leichte Texte, aber ich glaube, es eignet sich ganz gut, um sich mal reinzuhören als Kleiner. Und wenn man sie irgendwie aber mit 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren nochmal anpackt, entdeckt man auch nochmal was. Ich finde wirklich toll. Ich danke dir. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage, wo du Rotzenroll ansprichst. Ich habe mich immer gefragt, also wir als Eltern zum Beispiel, wir sind ja bei den Tonis, wir sind die Helden für unsere Kinder alleine schon, weil wir bei den Tonis arbeiten. Das ist schon, dann wissen die wenigstens mal, was wir tun. So, ne? Wir hocken am Laptop, früher war es immer langweilig. Was macht der Papa eigentlich da? Aber jetzt Toni-Arbeiter, großartig. Du hast es ja, finde ich, quasi nochmal gesteigert. Du bist einer der wenigen, die tatsächlich sich als Figur tatsächlich es auf die Tonibox geschafft haben. Finde ich total cool einerseits. Andererseits wollte ich dich auch mal fragen, setzt dich das in gewisser Weise auch irgendwie unter Druck? Also musst du diesem Ebenbild entsprechen? Du meinst, dass ich mir die paar Kilo, die da deutlich zu viel natürlich sind, in der leicht adipösen Grundstruktur dieser Figur, dass ich die behalte? Nö, für mich war das ein totaler... Weiter ausbaust. Nicht, dass dein Kleiner sagt, pass mal auf. So sahst du vor 10 Jahren aus. Was ist los? Also, ey Leute, ganz im Ernst, ich habe jetzt in kurzer Zeit relativ viel für meine Verhältnisse, lief nicht immer gut, sag ich mal, in meinem Leben, aber habe ich total viel geschafft. Aber mit euch oder für Tonis zu arbeiten, das ist weder Speichelleckerei, ich hoffe, das attestiert man mir auch nicht, wenn ich da so mein Herz auf den Tisch lege, aber das ist für mich... ein Ritterschlag, weil ich sozusagen nicht nur das Gefühl habe, dort eben meine favorisierten Genres zusammenpacken zu können, sondern weil ich ganz ehrlich auch in
in der Kennung des Marktes, ich habe mit 20 Buchverlagen gearbeitet und etlichen Musiklabeln, aber sozusagen mit so einem Haufen positiv verrückter und leidenschaftlicher Leute zusammenzuarbeiten. Ja, das ist, was ich das wirklich, ist so das ist für mich als Freiberufler, mehr kann ich nicht erreichen. Und insofern setzt mich das nicht unter Druck, dass es diese Figur da gibt, sondern empfinde ich es halt als Ritterschlag. Ich hatte die Idee nicht. Ich hätte, das wäre auch nie auf die Idee gekommen zu sagen, es muss da jetzt eine Figur von mir geben. Das war schon, ich glaube, Patrick selber, ja. Aber natürlich finde ich es großartig und ich hoffe ehrlich gesagt, dass sich Kürbis schon deswegen extrem gut verkauft, weil ich irgendwie Bock habe, noch 25 andere Sachen zu machen. Weil ich gemerkt habe, dieses eindimensionale Denken sozusagen, immer nur im Printmedium zu denken oder immer nur in einem physischen Datenträger wie einer CD oder einem Download. Ich finde diese Kombination aus dieser Haptik der Figuren und der Qualität der Boxen und der Möglichkeit, diese Themen zu mischen, das macht mich glücklich. Und da habe ich irgendwie einfach Bock drauf. Und das ist auch ein neues Arbeiten. Weil natürlich merkt man auch, was bei euch passiert. Ihr werdet größer, entwickelt euch, lernt so viel, aber ihr seid eben auch noch nicht so abgefrühstückt wie ganz viele andere in diesem Segment, muss ich so sagen. Verrückt. Wir fühlen uns, also wir vier zumindest noch nicht abgefrühstückt. Nein, vielen Dank für deine lieben Worte, das hast du schön gesagt. Und tatsächlich, danke, ebenfalls. Um dir nicht weiter Zeit zu stehlen, würde ich jetzt auch sagen, ganz lieben Dank an dich. Das war super, gern, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Das machen wir gerne und wir freuen uns auf alles Weitere, was dir noch in den Kopf kommt oder uns. Das freut mich auch. Danke für das Gespräch und liebe Grüße. Wo auch immer ihr jetzt gerade seid, irgendwo auf dem Festland, von mir aus zumindest. Ja, absolut. Kontinent, genau. Ja, genau. Macht's gut, danke. Okay. Danke, Kai. Danke, tschüss. Tschüss, Kai. Ciao. Ich fand das war echt toll. Toller Kerl, ja. Ja, super, ne? Da merkt man mit Herzblut voll dabei. Ja, ach, das passt gut schön in unsere Toni-Runde, finde ich. Ja. Ja, das Coole ist doch auch so ein bisschen, dass du nicht nur die Geschichte hast, sondern auch die Lieder, die halt irgendwie auch so ein bisschen weiß nicht, so einen alternativen Vibe haben und halt auch so. Ja. Wir sind das so mit. Ja, da haben wir tatsächlich mit dem Kai fast gar nicht drüber gesprochen. Ne? Ich finde es auch, auch nochmal gut. Wie fandet ihr die Musik? Wie war eure Kinder natürlich auch wieder? Gibt es da irgendwelche Lieblingssongs oder was sagt ihr? Also grundsätzlich dieses Singer-Songwriter, das funktioniert, glaube ich, immer bei uns zu Hause total gut. Und ich fand auch, wie sie eingesetzt waren, also es war wieder so, die Mischung hat es gemacht, aber die waren auch, also man könnte auch wirklich alle Lieder rausziehen, ein Album machen, ja, und das würde genauso funktionieren. Ja, also das, und gleichzeitig spielt es immer so super auf die Emotionen, die gerade irgendwie aufkommen in der Situation davor, irgendwie ein, also ich fand toll dieses das wäre dir nicht weit genug, ich weiß, es war so ein Aufbruchslied, das fand ich irgendwie cool, dann gab am Ende, also immer auch so gemixt, am Ende gab es so was Rappiges und irgendwie passend zu unserer Folge, den fandst du auch gut, glaube ich. Den, ne? Halloween-Song, ja, denn das war mein Favorite tatsächlich, also wir hatten ja auch eben auch sinniert, das ist bei uns, bei den Tonys sehr gerne auch, also gerade unsere Musikauswahl ist immer eigentlich so, dass es was für Erwachsene ist, auch siehe unser Musikspecial oder Unter meinem Bett, und ja, das ist jetzt hier auch wieder der Fall. Ja. Das hören wir uns alle, glaube ich, auch ohne Kinder gerne an, und das ist, ja, es ist aber auch, es ist durchaus, sagen wir mal, so ein bisschen epischer, Musical-mäßig, ich weiß nicht, ob ich jetzt Musical nennen will unbedingt als Begriff, aber eben so dieses Stimmungsaufgreifen des jeweiligen vorherigen und nachherigen Kapitels, das ist da schon auch sehr besonders bei der Musikliste jetzt hier vom Kürbiskopf. Ja, das sind kindgerechte Texte, finde ich, aber es sind keine Kindertexte. Also ja, es ist nicht, ja, dieses, genau. Hey, wir klatschen. Ja, das stimmt vollkommen. Also ich habe jetzt nicht empfunden, da irgendwie Kindermusik gehört zu haben, obwohl jedes Lied auch einem Kind vorgespielt werden kann, bedenkenlos, weil nichts vorkommt, wo man sich denkt, oh Gott, das versteht's nicht oder das ist unangebracht, und deswegen, das fand ich echt cool. Mhm. Jo. Super. Jeppe, magst du noch dann auch jetzt deine Zusammenhang, ist natürlich jetzt sehr schwer nach diesem tollen Gespräch mit Kai, genau, jetzt objektiv zu sein. Richtig. Aber kein Kind wird diesen. Nein. Ja, einfach großartig. Wir hatten es ja eben auch ein bisschen besprochen. Natürlich, es ist ein total mutiger Aufschlag, finde ich. Also deswegen wird es vermutlich auch Kinder geben, die, zumal wenn sie ein bisschen zu klein sind, es vielleicht nicht wollen oder so. Aber also für mich, mindestens ab 6 Jahren, aber gerne auch früher. Also bei uns kommt er sofort auf die Box, weil es so unglaublich gut ist.
Ja, ich bin auch froh, den gehört zu haben. Also ich weiß nicht, ob ich, ne, wenn man keinen Zugang hat, ich bin ja hier immer verschrien als die Disney-Mainstream-Tante. Und wenn man so einen Charakter hat, den man nicht direkt im Regal sich schnappt, weil man ihn vielleicht nicht kennt. Ich bin froh, dass wir jetzt über den Podcast das gehört haben, weil bei uns ist der jetzt auch einfach Bestandteil in unserem Kinderzimmer-Portfolio. Ja, und die Figur sieht halt auch schon arschgeil aus. Ja, das stimmt, genau. Ich glaube, das ist der Grund, warum man dann wahrscheinlich doch hingreift, auch wenn man ihn noch nie gesehen hat. Das ist einfach eine super coole Figur. Und er ist auf jeden Fall unsere Halloween-nächste Figur. Ne? Ja. Das auf jeden Fall. Deshalb auch passend jetzt, glaube ich, zur Jahreszeit auch draußen. Ja, holt ihn euch doch oder hört mal rein. Wir hoffen, wir haben uns euch so ein bisschen aber das Bild zeichnen können, was euch da erwartet. Genau wie bei den beiden anderen. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ne? Dann können wir die Sarah noch einmal erschrecken. Das Schlimme ist, ich erschrecke mich wirklich total. Ist schon wieder gelungen, okay. Ne? Wir wünschen euch eine schrecklich schöne Zeit da draußen. Und ja, bis bald. Wir hören uns. Hat es euch gefallen? Dann abonniert uns gern, gebt eine Bewertung ab und all sowas. Jetzt kommt die Gewinnspielfrage. Von welcher Geschichte sagt Kai Lüftner, sie hätte ihn besonders geprägt? Tragt den Titel wie immer auf tonis.de/podcast im Formular ein und schon könnt ihr gewinnen. Hey, hör gut zu. Stell die Ohren auf und mach die Augen zu. Hey, hör gut zu. Erlebe das, was dir gefällt, in deiner eigenen Welt.